Hallo und willkommen zurück bei der heutigen Folge von Icarus. Ja, wir machen eine nächste Mission, die heißt Landwirtschaft Hydrokultur. Stelle Anbauausrüstung her, errichte Anbauflächen in ein Gewächshaus aus Glas, deponiere aufgelistete in Anbauflächen angebaute Ressourcen in der Frachtkapsel. Bau eine effiziente Farm. Betreiber ACS, Biom Wald. Hintergrund. Allgemeiner Zugang für alle Vertragspartner, die die Landekriterien erfüllen. Mission. Vertragspartner müssen eine effiziente Landwirtschaft aufbauen unter Benutzung von Hydrokultur, Dünger und Gewächshäusern, um ein Frachtschiff zu beliefern. Bedingungen. Vertragspartner werden mit einem funktionierenden Umweltanzug und etwas Ausrüstung, um die Farm zu starten, ausgestattet. Ansonsten erhalten sie keine Unterstützung. Ach, das ist doch einfach. Ich hab jetzt auch das bessere Messer. Ja, dann bist du ja genau richtig hier. Ich lande. Eben vor den Aufnahmen habe ich sogar noch gespielt ein bisschen. Ja, da bist du doch voll in der Materie. Habe ich ein paar Traktoren kaputt gemacht. Das klingt so, als ob du total fehl am Platze wärst. Waren eh nicht meine Traktoren. Das macht's nicht besser. Doch. Nein. Ich könnte mir jetzt schon mal ein Ex. Ich lande. Oh. Merk mal, ich kann mich nicht mehr bewegen. Baum fällt. Wir müssen auf jeden Fall wieder mal erst zu den auf der Karte markierten Ort reisen. Aber es scheint aber im Grünen zu sein. Ich sehe einen Baum vor dem Fenster. Ja, ist das so. Warum stehe ich wieder so rum? Wo siehst du einen Baum? Und roter, auf der anderen Seite. Roter Punkt. Ja, perfekt, dann hätte ich einen Baum hier ganz fällen müssen. Egal, jetzt liegt er einmal. Das ist mein Problem. Du bist ja auf der anderen Seite. So ist es ja nicht. Ich sehe den Punkt gar nicht. Wir müssen einmal über den See einfach noch rüber. Genau. Warte, habe ich hier nicht mal mein Haus auf der Insel gebaut? Ja. Und dann ist das abgefackelt. Ja, ich glaube, das ist die Karte. Können wir eine andere Karte spielen? Das erinnert mich voll an den traurigen Moment, als mein Haus abgebrannt ist. Nee, ich denke, wir müssen dann sogar die Karte spielen. Damit du deine Traumata verarbeiten kannst. Ja, genau. Du bist Sofa, Leo. Nee, das ist wichtig. Man muss immer seinen Traumata begegnen. Wir möchten nur, dass du schnell heilst. Eigentlich müsste man ja da sein, ne? Hier ist eine Kiste. Das ist, ja. Das ist jetzt meine. Ja, ich guck mal, was ich daraus baue. Sollen wir direkt hier am Start bauen? Also, herstellen einen Holzkomposter und eine Wasserpumpe und versorge sie mit Strom. Also, ich habe bekommen eine Solaranlage, ein Holz. Da hat wieder mal jemand, der landet total in den Luxus, oder ist das die Frachtkapsel? Ne, das ist die Frachtkapsel. Ich habe Holzkomposter. Ich lande gerade. Ich habe eine Wasserpumpe und Felder. Nee, du landest auch auf der anderen Seite. Die Rakete lässt den Raketeantrieb nicht aus, schon wieder Bug. Also ich bin hier, ich habe die ganzen Sachen mitgenommen, ne? Und ich habe Kabel. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier frei und dann bauen wir hier, oder? Bonnie? Ja, können wir machen. Und ich würde sagen, die Pumpe müsste hier ans Wasser. Ich stelle schon mal die Wasserpumpe auf. Hast du doch gar nicht. Na doch. Nee, wir müssen erstmal ein Haus bauen, dann eine Werkbank, dann die bessere Werkbank, dann die noch bessere Werkbank, dann brauchen wir Gold, für das wir Platinen bauen können. Also die Wasserpumpe steht jetzt hier vorne im Wasser. Ach, du hast eine Wasserpumpe bekommen? Ja. Sag das doch. Schlauch habe ich auch montiert. Ich kann den jetzt ziehen, den Schlauch. Ja, wir hauen. Ja, was? Aber das lasse ich. Wir haben doch noch gar nichts. So, wo sollen die Felder hin?
Ronny? Wir müssen erstmal ein Haus bauen. Will ich das jetzt machen? Ja, kannst du machen. Dafür brauchen wir erstmal Stempel und... Ich würde sagen, wir bauen das hier direkt an der Pumpe. Kannst du ja machen. Aber ich kann irgendwie nichts platzieren. Ah, hier. Ich habe jetzt hier einen Pfosten platziert. Hast du denn Bauteile für ein Haus? Ja, hier vorne steht schon der erste. Was ist denn? Dann hier, kriegst du auch mehr Pfosten. Bitte. Aber ich sehe nicht, wo ich den platzieren kann. Das wird bei mir nie angezeigt. Doch, das wird auch bei dir angezeigt. Das musst du schon mal machen. Hier rein, raus switchen. Du musst einen aufrufen, den Pfosten, dann nochmal G markieren, dann nochmal neu aufrufen. Und ganz wichtig ist immer, erst auf den vorhandenen Pfosten aufsetzen, damit er in den gleichen Abstand gebaut wird. So, wie viele brauchen wir? Ja, mach mal, wir brauchen ja eine größere Produktion. Mach mal ein 16er Haus. So? Oh, ich hätte lieber ein 18er Haus. Für 16 Grundplatten, ein 16er Haus. Ich habe keine Pfosten mehr. Und ja, kann. Da muss ja welche holen kommen. Papa, sind die beiden Mädels wieder drin? Welche Mädels? Mama und Carina? Weiß ich nicht. Carina hat, glaube ich, eben Gute Nacht gesagt. Gute Nacht! Ja? Der Hund ist bei mir. Ja? Die war noch nicht mit dem Jagen. Ja? Die will mich doch verarschen. Und dieser Antrieb geht nicht aus. Ja, ja, lass ihn doch einfach brennen. Nervt aber so ein bisschen. Alter, die ist hier und trotzdem darf ich nicht drum kümmern, oder was? Gibt's irgendwas, was dich nicht nervt, Julian? Ich dachte, du wolltest mehr Stempel haben. Wo sind sie denn? Ja, hier bei mir. Wo? Ja, und da sind Bodenplatten. Bänke. Ich glaube noch eins nach hinten und dann müsste das reichen. Ich würde die Felder draußen bauen, Ronny. Hey, die müssen wir ja unter ein Glasdach bauen. Na, dafür brauche ich eine Glaswerkbank. Reicht das von der Größe? Für 16 Bodenplatten, Julian. 16. Müsste doch reichen hier. Nein. Leg doch einfach die Bodenplatten drauf, dann siehst du ja, ob es reicht. Kann doch nicht zählen. Nein, ich habe einen falsch platziert. Müsste eigentlich halb so wild sein. Oder? Keine Ahnung, ich habe es noch nie falsch platziert. Ich kann es dir nicht sagen. Du hast noch nie was falsch platziert. Nein. Das halte ich für ein Gerücht. Das halte ich auch für ein Gerücht. Ist aber die Wahrheit. Ja, halte ich auch für ein Gerücht. Ist aber die Wahrheit, weil ich das nämlich von vornherein beherzigt habe. Immer erst nochmal den Pfosten auf einen vorhandenen Pfosten zu setzen, damit du im gleichen Schema baust. Ja, nee, ich meine, ich habe genauso Sinn etwas weiter hinten gebaut, aber. Ja, das kannst du abreißen. Wie, wenn ich keine Bauteile mehr im Inventar habe? Weil zwei Kabel da auch. Einfach festhalten. Ja. Oh, Lucky, bist du kuscheln gekommen? Ich hab noch mehr Bauteile, ne? Aua, das war fast mein Kopf. Entschuldigung. Brauch noch ein bisschen. Keine Absicht. Ja, Wände, noch mehr Bodenplatten. Ich brauch noch Pfosten. Eigentlich müsste das reichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, setz erst mal, dann siehst du ja, du musst mir sagen, wie viele Pfosten du noch brauchst.
Ja, weiß ich ja nicht. Ja, also mir fehlt 10. 1, 2, 3, 4, 5 ungefähr. Gut. Bestellung läuft. Soll ich schon mal den Komposter platzieren? Nee, das bringt ja nichts. Der funktioniert. Wahrscheinlich kannst du ihn gar nicht platzieren, weil du ein Dach brauchst. Ja, kann ich ihn hier so platzieren. Ja, dann platzier. Ich fahre ja schon in einem Monat nach Frankreich. Eins. Zwei, drei. Auf. Wieso fährst du denn nach Frankreich? Valogne? Ein, zwei. Das ist schon ja, in einem Monat. Ja, ich wusste ja nicht, dass du da hinfährst. Ich dachte, die kommen nur nach hier. Heavy. Ja, das kostet ja noch mehr Geld. Das hat. Hä? Du hast dafür. Wir bezahlen dafür, dass ich da hinfahre. Ja, glaubst du etwa, wenn die hier sind, kosten die uns kein Geld? Meinst du, die brauchen nichts zu essen, oder? Ja, das Essen, Essensgeld koste ich denen ja auch. Ja, meinst du, ich kann Geld scheißen, oder? Das haben wir doch alles abgeklärt. Ja, wir können ja, doch mal das probieren, auch, Geld anzupflanzen. Das war auch, bevor Anja einen Job angefangen hat. Ja, kann ich da jetzt was dran ändern? Nein, kannst du nicht. Aber ich darf doch verzweifeln, oder? Weiß ich nicht. Das ist ja nicht mehr verzweifelt, du hast mir ja quasi Vorwürfe gemacht. Nee, das hast du so aufgenommen. Oder? Habe ich ja Vorwürfe gemacht. Habe ich gesagt, Alea, du bist da schuld? Ja. Nein. Das war eine ernsthafte Frage. Ach so, nein. Danke. Ja. Also, ich bin zwar überhaupt der Baumeister, wenn der Boden scheiße aussieht, könnt ihr mich gerne anmutzen. Ich hab schon wieder den Boden falsch platziert. Ich krieg hier die Krise. So, wie groß ist es jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 15 ist es. Aber lass mal 15. Ist auch du hast, gut. Du hast mir 16 Platten gegeben. Ja. Ich habe alle Platten verbaut. Dann habe ich dir eine Platte zu wenig gegeben. Geh nach. Wo ist der Ken? Ja. Was war das denn? Okay. Weiß ich nicht. Julian? Ja. Ja. Was du das? Wo? Das war, glaube ich, ein Fickfrosch. Ja. Ganz kräftig. Denk dran, dass du auch Tür und Fenster oder so, ne? Brauchen wir nicht. Eine Tür? Oh, oh, Lucky, du lässt dich aber auch kraulen. Oh, hier sind noch mal drei Böden fürs Dach. Oh, dann werden jetzt halt alles Fenster. Kann man auch Eckfenster machen? Ja. Eine Tür musst du aber wenigstens machen, ne? Naja. Ja. Er sagt so, ja, ja. Krieg ich Angst, wenn er ja, ja sagt. Und eine Tür. So, heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 von den Schrägen. Ich habe ein paar Fenster angebaut. Gut. Was soll ich jetzt mit 8 Schrägen? Das Dach. Das geht bei mir schief, Pony. Ja, sie machen ja auch kein Flachdach. Dann gib sie mir. Gib die mir, die normalen Schrägen, was wir können. Ja, ist wahrscheinlich auch nicht so viel dabei, dass man verkacken kann. Nee, die setzt du nur ans Dach an. Lass mir meine zuerst setzen, das ist einfacher. Ja. Wenn er so machen will. So.
Aber da fehlt Arno. Ja, das ist ja der Trick an der Sache. Siehst du? Man hat gerade einfach das Messer genommen, obwohl ich nichts berührt habe. Arsch auf Messer. Oh, das ist die Tür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann müssen wir nicht ein Glasdach machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Wie gesagt, das können wir ja erst nebenan bauen. Das ist ja schon Gewächshaus. Wir brauchen jetzt erstmal, wo wir halt die ganzen Maschinen und so hinstellen können. Soll schon mal die Felder hinballern? Macht ja keinen Sinn. Wir brauchen ja erst die Maschinen. Meinst du Pumpe und so? Ne, wir brauchen ja auch Strom. Ja, Solaranlage habe ich auch. Auch? Ja, ich habe hier mal alles einfach so aufgestellt. Hier steht die Solar. Hier ist der Komposteimer. Und hier im Wasser steht schon die Pumpe. Fertig. Also, irgendwo jetzt auch das Glaszeug. Ja, ich kann das lernen, den Skill. Was soll ich mit einer Tür? Einbauen? Eine Tür einbauen? Guck. Hier. Ronny, kannst du mir mal einen Weg aufs Dach bauen kurz? Noch fragen, was Julian geskillt hat? Alles. Weg aufs Dach? Ja, dann kann ich die Solaranlage aufs Dach stellen. Ach so, ja klar, kann ich hier bauen. Aber bitte in die richtige Richtung, ne? Nie ohne Seife waschen. Im Norden ist die Sonne nie zu sehen, ne? Die Sonne ist im Norden nie zu sehen, denn da hat der Dirk einen stehen. Okay. Ja, so geht der Spruch nicht. Nicht? Nein. Ich dachte, er macht dann wegen der Größe und so, macht der Schatten halt. Schatten? Ich würde ihn nach da setzen, wo jetzt die Sonne ist gerade. Oder ich platziere den oben auf diese Muss Kiste man drauf. Muss man dazu was sagen? Ronny, ich kann ihn natürlich auch hier platzieren, aber... So kannst du ja wirklich am Dach stellen. Das ist wahrscheinlich sogar optimaler. Ich habe Möhren gefunden. Du hast Möhren gefunden? Wie viele? Ja. Nee, sie hat Jürgen gefunden. Ich hab auch Möhren. Nee, ja, ich habe auch Möhren. Ich habe eine Gurke. Die letzten Fenster. Wie komme ich aufs Dach? Ach ja, du wolltest ja noch was für auf dem Dach haben. Entschuldigung. Nicht schlimm. Passiert jedem mal. Genauso wie ich immer. So, bitte. So, bist du schon Luft am Bauen? Okay, hast du schon. Nein, hab ich noch nicht. Ich habe noch keinen Schwefel gefunden. Okay, ich gehe los und suche Schwefel. Ich guck grad. Soll ich die so ein bisschen schräg hinstellen? So, also so. Ja, jetzt ist eigentlich Mittag. Jetzt ist eigentlich. Können wir damit schon mal Ja, dann bringen wir nach Hause. Ja, klar. Und jetzt kann ich ein Kabel irgendwo hinlegen. Ja, musst du bis zur Pumpe bringen, die Kabel. Was bist du? Noch jede Menge. Ja, das ist natürlich jetzt kacke. Das Kabel ist dafür nicht lang genug. Das heißt, wir können die Solaranlage nicht aufs Dach stellen. Das Kabel kannst du, glaube ich, verlängern. Nee, warte, ich wollte die näher ans Dach stellen, also an die Dachkante stellen. Und an die Dachkante, wie es geht. Damit wir so viel Kabel wie möglich haben. Es geht nur bis zur Dachkante. Steht ja schon. Geh nur bis zur Dachkante, weiter geht's nicht. Das heißt, ich muss. Also irgendwie konnte man das verlängern. Ich weiß jetzt nicht mehr wie. Ist zu lange her, dass ich Strom gelegt habe. Egal, haben wir noch Böden?
Ich bin jetzt auch weg. Ich bin Luft und Schwefel am Besorgen. Stimmt, Luft hätte ich ja auch noch einpumpen. Und wieder zurück. Gut, dann steht das Ding halt jetzt irgendwo vor unserem Haus. Also Papa, ich weiß nicht, also ich habe schon 2 Stacks Luft. Ja, okay. Warte, wir können das Ding aber auch ins Wasser stellen. Ja, wir brauchen ja 4 Stack und wir können die Solaranlage auch ins Wasser stellen. Ich hab Schwefel. Das ist gut. So, also die Pumpe wird jetzt theoretisch laufen. Ja, zeigt doch an. Alle, ah, 4 Anbauflächen brauchen wir. Okay. Oh. Ja, die Felder habe ich, wie gesagt. Okay, mal den Sand her. Das weiß ich jetzt auch nicht. Soll ich mal ein Lagerfeuer machen? Ich glaube, braucht man den. Macht man den Mörser. Mein ich. Hab den Sand. Mörser? Ach, Matt, das ist gar nicht hier. Nö. Ich mach uns mal 2 Lagerfeuer, ja. Was brauchst du? Ich habe uns ein Lagerfeuer. Brauchst du nicht. Hm? Da brauchst du nicht. Bucky, komm hier. Oh, ich komm mit Luft zurück. Achtung, vor unserem Haus steht irgendwo ein Lagerfeuer. Ich hab kein Fleisch, ich wollte gerade Fleisch machen, aber ich hab gar kein Fleisch mehr. So. Eine Falle kann ich auch nicht mehr machen. Ah, Lucky. Alea wird angegriffen. Nein, er hat sich das am Kabel bekommen. Ja, von Lucky. Und Schlucky. Nein, da wird mich doch niemand angreifen. Aber welche Werkzeuge wir noch machen müssen? Wir brauchen einmal den Amboss bestimmt, ne? Ich vermute, den Kamin brauchen wir. Ich kann es dir nicht sagen. Ich komme jetzt erstmal mit Luft. Was ist denn da? Oh, das ist Papa. Ja, wer ist das drin? Was ist das? Ronny. Wo ist Alea? Ich bin gerade jagd. Weg. Die dritte Flasche ist meine. So. Also, ich hab ja das Glas noch nie gebaut, deswegen, ich muss jetzt, für mich ist das schon Ronny, das Neuland. Ich weiß, wie man verlängern kann. Dann sind Kabel platzieren und dann nochmal eins dran setzen. Ah ja, so war das. Aber auch. Jetzt ist ja auch egal, jetzt habe ich das Ding neben unser Haus gestellt. Dann baust du nochmal um. Aber ich hab schon verbunden. Ist egal, dann kannst du es doch bestimmt wieder wegmachen, die Verbindung. Und neu legen. Ich kann es nicht mehr abmachen. Wenn er das vergiftet oder hat Hunger? Ich bin vergiftet. Warum? Fische. Fisch hat mich gebissen. Er wollte das. Genau, Fisch passiert öfters. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo Glas ist. Ah, da ist er. Nee, so ging's Alea, doch. Deine Flasche ist voll. Okay. Ronny, so kann man es doch nicht verbinden. Wieso kann man es doch nicht verbinden? Ja, man kann es doch nicht verlängern mit dem, was ich eben gesagt habe. Ach so.
Okay. Ich stell das Ding jetzt einfach ins Wasser daneben. Krass, dass das Ding dabei nicht kaputt geht. Woher soll ich das wissen? Na, geht's ja halt nicht. So, jetzt. Ich hab halt immer noch nicht die Fenster alle platziert. Wie viel, Alea, wie viel Schlafsäcke kannst du bauen? Warte kurz. Ich hab jetzt zwei gebaut, müssen noch zwei können. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Ja, das ist mir klar. Deswegen habe ich ja schon eine Kammer gebaut. Kammer des Schreckens. Okay. So, jetzt. Was brauchen wir denn noch für eine Werkbank? Auch eine Steinwerkbank. Nee. Keine Ahnung. Eine Glaswerkbank. Die brauche ich, muss ich bauen. Die habe ich gerade geskillt. Und ich habe ein Fenster. Aber wie gesagt, wir brauchen erstmal. Ja, dann mach's klein. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Eisen. Weil ich brauche die Bearbeitungswerkbank Nummer 2, also die größere Werkbank, damit ich die Glaswerkbank bauen kann. Mache ich hier schon mal leer und dann müssen wir suchen gehen, ne? Genau, ich brauche die Bearbeitungswerkbank und. Das heißt, ich kann die Wand erst hier innen abreißen, die schräge, ne? Wir brauchen ja auch Eisen für die. Einfach Y drücken. Ist hier schon ein bisschen kaputt. Geht nicht. Ich suche schon mal, ob ich eine Höhle finde. Muss zuerst repariert werden. Dann machst du ganz kaputt, dann geht das schnell. Die ist vom Rüberlaufen kaputt gegangen. Oder vom Sturm nehmen.